Die Bella ist jetzt, die hat jetzt zweimal einen Kaiweih gekriegt und ja, werden wir sehen. Also mittlerweile sehr wieder trächtig. Bella ist ein Simmertaler Fleckvieh. Sie wird etwa 12 bis 14 Jahre auf diesem Hof in Salzburg verbringen, bevor sie schlussendlich in den eine Stunde entfernten Schlachthof Alpenrind geführt wird. Ein Schlachthof, der dem Trend, immer jüngere Rinder zu schlachten, entgegenwirkt. Und das mit gutem Grund. Wir sind der Meinung, dass alles, was langsam wächst und was langsam reift, auch besseren Geschmack erzielt. Und so können wir hier durch unsere Reifung, durch unsere Veredelung auch noch zusätzlich Qualitätsaspekte in den Geschmack bringen. Der Betrieb Alpenrind setzt auf Qualität. Unter der Flagge des Dry-Aged Simmentaler Fleckvieh wird Fleisch von älteren Tieren, die besonders artgerecht gehalten wurden, verwendet. Bei Kennern ist das Dry-Aged Steak mittlerweile Kult. Bella oder eine ihrer Artgenossinnen könnten für dieses Gourmetfleisch in Frage kommen. Für das Dry-Aged kommen im Regelfall nur 2 bis 2,5% der zu uns angelieferten Tiere in Frage. Dies deshalb, weil hier sehr strenge Qualitätskriterien Maßgabe sind. Die Kälber werden eigentlich, sobald die Möglichkeit besteht, also werden sie auf die Weide gegeben. Und sobald sie ein halbes Jahr sind, bleiben sie dann schon permanent im Sommer draußen. Und ab einem Jahr aufwärts gehen sie dann auch im Sommer auf die Hochalm und sind dann wirklich auf über 1800 Meter Seehöhe den ganzen Sommer lang, also wirklich draußen. Es ist ein sehr schwerer Zeitpunkt, wo man so eine Kur gehen muss. Aber es macht halt im Grunde genommen einfach auch Sinn, wenn das wirklich vom, wenn der Kreislauf so entsprechend auch geschlossen ist und das auch entsprechend eine sinnvolle Verwendung hat. Entspricht ein Tier den hohen Anforderungen für das Dry-Aged-Programm, so muss das Fleisch einige Merkmale aufweisen. Die müssen eine gewisse Fettstufe und ein gewisses Alter haben, die Tiere, dass auch das Aroma, wenn das Fleisch dann fertig gereift ist, entsprechend gut ist. Und dazu gehört eben die Marmorierung, das eingelagerte Fett im Fleisch und das Alter der Tiere, dass man auch ein gutes Rindfleischaroma hat. Mindestens 28 Tage lagern die Teilstücke in den Kühlräumen bei konstanter Temperatur und besonders geringer Luftfeuchtigkeit. Dieses Teilstück lagert bereits 28 Tage. Schneidet man die dunkle Schutzschicht weg, kommt wieder die ursprüngliche rote Farbe und Marmorierung des Fleisches zum Vorschein. Außen macht es zu, innen geht das Wasser weg, es wird trockener. In der Pfanne habe ich nicht so viel Feuchtigkeit mehr. Ich kann es schneller anbraten und dann durchziehen lassen, sodass ich ein sehr saftiges, aromatisches Fleisch habe. Jedes Tomahawk Steak und jedes Roastbeef in diesem Lager kann mittels Etikette ganz genau bis zum Hof zurückverfolgt werden. Maximal 8 Stunden sind die Tiere von den Höfen zum Schlachthof unterwegs. Daher kommt für das Dry Aging von Alpenrind nur Fleisch von Tieren aus angrenzenden Weidegebieten Österreichs oder Süddeutschlands in Frage. Wie etwa dieser Hof nahe Rauris, auf dem Bella hoffentlich noch viele Jahre verbringen wird.